das Ultimatum. Ich frage mich, warum die ausgerechnet Fleisch da als Textur hingelegt haben. Ist das irgendwie... Das hat bestimmt irgendeine symbolische Bedeutung, so ähnlich wie, ja, schon wieder irgendwas Gequältes. Das kann man auf viele Arten interpretieren. Denke ich jetzt einfach mal. Jetzt kommen die Stacheln wieder hoch. Wer da Katzin? Pam! Tot. Ach, hier sind wir hergekommen. Ist jetzt da hinten noch irgendwo was Wichtiges? Scheinbar nicht, nur Zähne. Müssen wir jetzt schon wieder den Schalter da aktivieren oder was? Ja, alles da. Weiter geht's. Tutubam! Da-da-dam, 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 da-da-dam. La-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la. Zing! Genau. Hier sieht das Grafikset aber ziemlich öde aus. Kommt mir irgendwie so vor, alles ist hölzern und fleischig. Kommt mir fast vor wie in der Küche. Ja, ach, das Ding kommt zu mir, alles klar. Okay. Tam, 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 da. Boah, war eine knappe Nummer. Okay, das Ding geht weg. Einmal snipern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na, sag mal, wo schlägst du hin, Frau? Danke. Eine Flasche. Ich sag da jetzt einfach mal gar nichts mehr zu, ey. Mir fehlt auch kein Witz dafür mal, ey. Flaschen, Dreck, dreckiger Schwimmel, der wird schwimmen. Ich sag mich tot. Und? Okay, die gehen ganz normal runter. Kann ich denn da einfach so durch? Ach komm, ey! Ah! Ah, mein Haar! Mein Haar! Meine Haarspitze wurde gekratzt! Bam! Fight! Oh! Ach du Scheiße! Okay, das war... Wow! Ach du! Alles klar. Na? Sissy? Wie geht's? Schon wieder auf Toilette? Ja doch. Tam 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 tam. Da kommt sie wieder mit ihrem Feuer, ey. Direktor Lates, du dumme Quelle, du Hartz-IV-Empfänger, du Pell. Ja, super. Pell und ich krieg eine rein. Nö, danke. Ja, erstmal grandios. Mach dich frei! Yeah! Diese Sounds, ne? Boah, wie das her? Ja. Ey! Okay, wer zuletzt lacht, lacht am besten, ne? Aber es hat sich noch nicht ausgedacht, du! Huch! Ach, hier, okay. Einmal kurz noch hier gucken. Ich frag mich ja echt, ob sich die Entwickler hier wirklich die Gedanken gemacht haben oder auch die Zeit genommen haben, wirklich hier allen mit alles mit einem pädagogischen Hintergrund zu versehen. Zum Beispiel auch die Lebensanzeige. Warum sind es Rosen?
Vielleicht kriegen wir jetzt die Antwort und danach stumpfes Rumgeschnetzel. Gestörte Menschen ernähren sich von den Gefühlen der anderen Alice, von ihren Stärken und Schwächen. Manche. Also psychologisch kranke Menschen auf jeden Fall, ja. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Töte oder getötet werden. Töte oder werde getötet? Ach so. Naja, dann werde ich mal lieber getötet. Ich renne jetzt einfach wieder nur blöd im Kreis herum. Weil das Spiel ja so von mir verlangt. Dann wechsle ich hier einfach mal ein bisschen in die Richtungen. Und dann hier. Und rede in der Zeit über Batman. Also, Batman. Bei Batman gibt es auch den Hutmacher. Und ich finde, der ist dort wesentlich besser inszeniert als hier. Das ist ja dieser Mad Hatter, der sich für den Hutmacher hält. Na, Fische, die auch ins Holz rein schwimmen, gibt's auch immer öfters. Ach komm, wir sind doch, Gott heißt fast Feiglinge. Pustekuchen, du! Haha, war nicht schlecht. Oh. Boah, noch gut gepariert, ey. Oh, wow. Wow. Tschüss. Nö. Lass mal stecken, du. Bam. Wow. Wow. Bam, bam. Wow, shit, der macht ja Konter. Ah, ich hecke. Ich hecke natürlich. Ich muss sagen, ich hänge. Nee, du, hör mal. Bleib mal lieber auf Abstand. Komm her, komm her. Bam! Na, noch was zu melden hier? Na, wie geht's? Hi! Bam, bam, kabam, bam, bam, bam. Und Headabam und Bam. Ey! Bam! So. Das scheint mal hier gut hier. Reicht ja jetzt wohl mal mit dem Geschnetzel. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich schon ein Spiel genug geschnetzelt. Na komm. Halt doch an, wenn du dich traust. Ah, dieses Mal muss ich tatsächlich mal angreifen. Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Oder dass sie immer denselben Spruch haben. Das hätte man einfach, da hätte man einfach noch ein bisschen mehr machen können, finde ich. Aber naja, sagen wir mal nichts. Mir fällt gerade so auf, in Batman kann man ja auch von Mad Hatter gefangen werden und der setzt dann auf so eine große Spieluhr auf und versucht dann die Kontrolle von einem zu übernehmen. Und hier kämpft man ja auch die ganze Zeit auf so einem riesengroßen Zahnrad. Das ist bestimmt auch so eine Ähnlichkeit davon. Und überall fliegen ja dann Sachen rum. Das ist eine ziemlich große Ähnlichkeit. Fällt mir jetzt so gerade auf. Aber das ist, ich meine, das ist ja nicht mal Allgemeinwissen. Das braucht man einfach nicht. Oder? Ja, braucht man alles. Die Katze. Was hat sie? Drohungen, Versprechungen und gute Absichten sind noch lange kein Handel. Nö, natürlich nicht. Das ist ja auch nicht. Handeln ist immer erstmal was anderes. Oh ja, da unten sieht's nett aus. Ey, komm, das ist doch Saw, Alter. Erzähl mir doch nichts. Es sieht hier einfach original aus wie in Saw. Kann mir keiner erzählen, dass sie sich davon nicht inspiriert lassen haben. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Oh, schon fast 2 Stunden.
müsste man langsam wieder eine Aufnahmepause machen, weil die Festplatte immer so schnell voll ist. Ich habe nur noch so an die 240 GB. Das hört sich viel an, das reicht aber gerade mal vielleicht so für eine Stunde oder so eigentlich. Aber anscheinend für zwei. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich gleich, wenn ich Aufnahme Ende mache, dann auf einmal da steht, ja, ja, hier, ne, wir haben weiter aufgezeichnet, aber währenddessen ist der Arbeitsspeicher einfach mal mit reingezogen worden und deswegen ist jetzt, ne, Festplatte voll, wurde alles gelöscht, danke und tschüss. Das wäre natürlich ungeil. Sehr nette Anekdote, denke ich mal. Ich setze dein Gehirn in Gang. Oh, noch eine Erinnerung. Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Ein ähnliches Schicksal? Weiß ich nicht. Müsste man wahrscheinlich Erfahrungen mitmachen. So, wie kommen wir denn jetzt da rein? Also, morgen werde ich erstmal in der Bank einbrechen, dann alles auf den Ali schieben und dann mal schauen, ob wir dasselbe Schicksal hatten. Okay, da hinten ist die 2. Vielleicht muss ich in die 2 rein, um zu der 3 zu kommen. Nee. Da ist ein Hebel und was ist da? Da ist eine Puppe. Super, immer gut, dass hier... Oh, die 666, Teufelszahl. Hier ist nix. Kommt man auch nicht rein. Ich will gar nicht da rein eigentlich. Und hier... Ich bin der blindeste von allen. Oh. Okay, hätte ich mir denken können. Aber naja. Oh, aufpassen. Ey, jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass das hier nicht von Saw inspiriert wurde. Inspiriert wurde. Hä? Ah, oh, ey. Ist auch ein bisschen eine Pussy, ey. Die Alice. Ah, das Nadel. Oh mein Gott. Mein kleines, stockdures Ärmchen wurde gestreift. Sterbensqualen. Hätte ich ja auch wohl irgendwas zerquetscht, getroffen, oder wie, oder was, oder wo? Nein. Aber ja, nicht schon ein bisschen einfach. Es sah irgendwie schwerer aus. Und jetzt Pam tot. Okay, wie komme ich daran?